Ich finde, es ist ein perfekter Spiegel unserer Zeit. Mit so einer Herzenswärme und dem Augenzwinkern, das ist ganz groß Kunst. Was ich besonders mag, ist diese unglaubliche Bandbreite, die man gesehen hat. Es hat uns zum Lachen gebracht und berührt. Das war einfach Weltklasse. Stimmungen aus Überzogenheit, Fröhlichkeit, Albernheiten, traurig, wehmütig. Unheimlich abwechslungsreich. Die Frau spielt wirklich mit Leidenschaft. Ich fand es wunderschön. Man konnte richtig gut lachen am Abend. Unglaublich poetisch, einfach zauberhaft. Sie hat mich zu Tränen gerührt tatsächlich. Anna Schäfer spielt mit einer unglaublichen Kraft und Spielfreude und hat so viel drauf und trägt den Abend wirklich von vorne bis hinten bravourös durch. Weil ich finde, sie hat es grandios dargestellt. Dieses Scheitern dann immer mit Geschichten auch zu verbinden. Und plötzlich, als der Captain aufsteht, war ich in einer anderen Welt. Ja, hinten raus kann, glaube ich, jeder Zuschauer, jede Zuschauerin sich nochmal überlegen, wo der eigene Weg hinführen soll. Das ganze Umfeld hat auch gestimmt mit Musik und wirklich toll. Sie hat ja so ein Feuerwerk gebracht, ja, das war fantastisch. Schlafende Hunde habe ich schon gesehen. Aber wenn sie geweckt werden. Eine wahnsinnig tolle, wandlungsfähige Anna Schäfer. Toller Text. Und der auch so einen schönen Bogen macht. Einfach sehenswerter Abend. Hat dir irgendein Charakter besonders gut gefallen? Also der Seemann hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Der Fährmann! Ich glaube, jeder hat in seinem Leben so eine Petra. Die Begegnung mit Mandita wäre schon interessant. Meine absolute Lieblingsfigur ist... Macht das Leben leicht.